Für Bürger sind Corona-Schnelltests mindestens einmal pro Woche kostenlos. Den Bund kosten sie hingegen 18 Euro pro Stück. 18 Euro, die an die Betreiber der Teststellen überwiesen werden. Gegen zwei Verantwortliche einer Firma, die Schnelltests anbietet, hat die Staatsanwaltschaft Bochum jetzt Ermittlungen eingeleitet. Wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrugs. Zuvor hatten WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichtet, die Firma hätte teils deutlich mehr Tests an das Ministerium gemeldet als tatsächlich durchgeführt. Dieses Testzentrum der Firma Medicen in Münster wurde inzwischen abgebaut. Die Stadt hat dem Betreiber den Auftrag entzogen, schon bevor seit gestern auch strafrechtlich ermittelt wird. Die Staatsanwaltschaft Bochum hat gegen zwei Verantwortliche eines in Bochum ansässigen Unternehmens ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betrugs im Zusammenhang mit der Abrechnung von Bürgertests gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung eingeleitet. Medicen betreibt bundesweit mehr als 50 Testzentren. Nach Stichproben von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hat die Firma an verschiedenen Standorten in Nordrhein-Westfalen deutlich mehr Tests an das dortige Gesundheitsministerium gemeldet, als tatsächlich durchgeführt wurden. Der Inhaber erklärt daraufhin, dass dies nicht die Zahlen seien, die zur Abrechnung eingereicht würden. Außerdem hätte die Firma Zahlen von anderen Standorten dazu gemeldet, das sei erlaubt. Die zuständigen Behörden widersprechen dem entschieden. Das Kölner Gesundheitsamt kontrollierte gestern diesen Testbus am Kölner Stadtrand und stellte gravierende Mängel fest. Vermutlich sei das aber nur die Spitze eines Eisbergs. Wir haben die große Sorge, dass dieser Fall Medicen nicht der einzige Fall ist, sondern dass noch weitere Fälle uns in Zukunft beschäftigen werden. Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte auf Twitter an, die Kontrollen bei den Testzentren wo nötig zu verschärfen. Wer sich an der Pandemie kriminell bereichere, sollte sich schämen. Nachgefragt bei Markus Grill von der Recherchekooperation NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Es war offenbar leicht zu betrügen. Jetzt soll die Kassenärztliche Vereinigung die Abrechnungen prüfen. Ist das überhaupt realisierbar? Also die Kassenärztlichen Vereinigungen haben eigentlich so gut wie gar keine Daten über diese Testzentren, denn so regelt es die bisherige Testverordnung von Gesundheitsminister Spahn. Die Testzentren müssen nur im Monat eine Zahl der Kassenärztlichen Vereinigung melden, also die Zahl derjenigen, die sie angeblich getestet haben. Und dann kriegen sie pro Test 18 Euro überwiesen. Das heißt, die Kassenärztliche Vereinigung hat gar keine Rechnungsunterlagen. Die hat nur eine blanke Zahl. Und deshalb sagen die Kassenärztlichen Vereinigungen auch, sie können das gar nicht kontrollieren, weil sie eben gar keine Unterlagen dazu haben. Wie lange müssen denn in den Testzentren die Unterlagen von Testwilligen überhaupt aufbewahrt werden? Ja, das ist so jetzt die Erklärung von Jens Spahn. Wir haben ja, also so sagt er, in der Testverordnung die Testzentrenbetreiber verpflichtet, die Unterlagen aufzubewahren bis Ende 2024. Das stimmt. Aber die Unterlagen müssten dann ja erstmal angefordert werden. Und das ist ja nach der bisherigen Testverordnung gar nicht möglich. Das heißt, die Testzentren dürfen gar nicht Namen und Adressen weiterreichen. Außerdem, wer weiß schon, was 2024 ist. Diese Pandemie und diese Tests, die sind jetzt im Moment gerade aktuell. Das wird in einigen Monaten schon gar nicht mehr der Fall sein. Da braucht man diese Testzentren gar nicht mehr. Diese Unternehmen werden auch wahrscheinlich dann eingestellt, die GmbH ist aufgelöst und ob dann noch irgendwie in 2-3 Jahren jemand Unterlagen findet, das ist sehr fraglich. Muss man davon ausgehen, dass es auch in anderen Bundesländern solch mögliche Betrugsfälle gibt? Ja, das war jetzt einfach ein Glücksfall, dass wir die Gelegenheit hatten, in Nordrhein-Westfalen die Zahlen der Tests zu vergleichen, die tatsächlich stattfinden und die dann ans Ministerium gemeldet werden. Das Grundproblem ist aber nicht eine einzelne Firma, die betrügt, sondern das Grundproblem ist diese Testverordnung, so wie sie existiert, vom Gesundheitsministerium, die quasi eine Einladung zu Betrug ist, weil man nirgendwo nachweisen muss, wie viele Menschen man tatsächlich getestet hat, obwohl man es leicht machen könnte. Man muss auch nicht mal nachweisen, ob man überhaupt Antigentests zuvor eingekauft hat als Testzentrum. Man muss, wie gesagt, einfach die Zahl derjenigen übermitteln, die man getestet hat, und schon bekommt man das Geld von der Kassenärztlichen Vereinigung, die aber wiederum auch kein Interesse daran hat zu sparen, weil sie bekommt wiederum das Geld einfach aus Steuermitteln ausstattet. Also ist es so eine Verteilung von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten, die am Ende dazu führt, dass niemand diese Testzentren tatsächlich kontrolliert. Was müsste denn jetzt geschehen, damit sich die Sache ändert?
Ja, also das Gesundheitsministerium hat natürlich die Möglichkeit, die Testverordnung zu ändern. Sie könnte also ganz einfach zum Beispiel sagen, man muss auch die Namen derjenigen, die getestet wurden, übermitteln an die Kassenärztlichen Vereinigung. Das ist kein großes Problem. Die sind ja geübt auch im Umgang mit sensiblen Daten. Oder man könnte die Testzentren zum Beispiel einfach mal dazu bringen, Einkaufsbelege überhaupt über die Antigentests vorzulegen. Dann sieht man ja auch schon, wenn jemand 10.000 Bürgertests meldet, aber nur 1.000 eingekauft hat, 1.000 Antigentests, dass da was nicht stimmen kann. Das alles könnte man machen durch eine Änderung der Verordnung. Warum Jens Spahn diese laxe bisherige Verordnung gemacht hat, bleibt aber sein Geheimnis. Und wie schnell könnte jetzt eine Testverordnung geändert werden? Verordnungen kann man relativ schnell ändern. Die gehen ja nicht durch das normale Gesetzgebungsverfahren. Also innerhalb von wenigen Wochen, wenigen Tagen sogar könnte man so eine Verordnung ändern, wenn man eben der Meinung ist, da gibt es tatsächlich Missbrauch. Und wenn man auch einsieht, dass man da bisher handwerklich einfach nicht sauber gearbeitet hat bei der bisherigen Gestaltung dieser Verordnung. Nun wirft ja die SPD Gesundheitsminister Spahn Managementversagen vor. Wie schätzen Sie es ein? Wie beschädigt ist der Gesundheitsminister? Naja, das ist ja jetzt nicht der erste Fall, wo man über Geldverschwendung erfährt. Also wir erinnern uns ja zum Beispiel auch an die Maskenabgabe über die Apotheken, die eine Riesenverdienstmöglichkeit für Apotheken war, weil sie jede Maske zum Beispiel für 6 Euro abrechnen konnten. Aber der Einkauf dieser Masken war schon damals zwischen 1 und 2 Euro. Also das sind Zuwendungen von ungefähr 100.000 Euro pro Apotheke gegangen. Das hätte man auch besser machen können. Das war auch eine große Geldverschwendung. Man kann das auch ein bisschen an den Einkäufen der Masken durch die Regierung, durch die Bundesregierung sehen, also wo zum Beispiel eine Firma halt besonders viel bekommen hat, die dann auch Provision gezahlt hat, also die Firma Emix. Also es fügt sich ein bisschen ein in eine Reihe von Beispielen, die zeigt, dass das Gesundheitsministerium sehr großzügig war, oft beim Geldausgeben, aber nicht genügend Sorgfalt und Energie auch auf die Kontrolle gelegt hat. Danke für diese Einschätzung, Markus Grill. Dankeschön.